Dazu kommt es dann am Shop-Video. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, habe ich in den letzten 2 Tagen meine Wasserkühlung zusammengebaut und deshalb konnte ich immer keine weiteren Videos mehr aufnehmen. Da ich auch keinen Ersatz-PC habe, hätte ich es auch nicht über einen anderen PC irgendwie machen können. Und ich hoffe, es läuft auf jeden Fall jetzt alles mit der Wasserkühlung. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und dann kann ich mich auch wieder regelmäßig Videos machen. Es werden natürlich dann auch wieder Shop-Videos jeden Tag kommen oder so. War jetzt schon eine Ausnahme, dass gestern mal wirklich gar kein Video kam. Und auf jeden Fall werden wir natürlich heute dann auch den Season 3 Start streamen. Natürlich wird das Ganze allerdings erstmal etwas später stattfinden, da ich immer am Vormittag noch zur Schule gehen muss. Und deshalb wird es wahrscheinlich erst so gegen 15 Uhr einen Livestream geben, wenn das sich natürlich nicht verpasst. Und könnt ihr gerne vom Twitch-Kanal ein Follow da lassen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es natürlich auch Videos dann auf dem YouTube-Kanal hier zum Season-Start. Wenn ihr dazu natürlich auch nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Wiki-Skin drin. Und dort haben wir relativ viele verschiedene Stile tatsächlich. Nämlich insgesamt tatsächlich 8 verschiedene Möglichkeiten, wie man die Stile kombinieren kann. Einmal haben wir hier nämlich den Standard-Stil, dann den schwarzen Stil, den grauen Stil und den roten Stil. Und zusätzlich kann man bei allen Stilen eben halt auch nochmal die Kapuze abnehmen. Und dazu ist allerdings das Besondere, dass man integriertes Emote hat, womit man dann eben halt die Stile tatsächlich im Match wechseln kann. Und das müsste wahrscheinlich dann Reihe umgehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, hier geht das immer nur im Shop eben halt vom blauen zum schwarzen Stil, beziehungsweise vom Standard zum schwarzen Stil, aber ich glaube im Normal Game müsste der dann vom schwarzen zum grauen und so weiter gehen. Auf jeden Fall ist das ein ganz nice Feature. Dazu gibt es dann noch die Schnurachs als Spitzhacke. Hier haben wir natürlich auch genau die gleichen farblichen Stile. Einmal auch Standard, dann die schwarze Variante, die graue Variante und dann noch die rote Variante. Dann haben wir als nächstes noch den Nachtglanz-Skin hier, einmal im Standard-Stil und dann noch im Stil ohne Schimmer. Dann haben wir als nächstes den Sonneneruption-Skin im Standard und im Stil ohne Schimmer. Dann noch die Spaltlicht-Spitzhacke dazu, den Fledergleiter und dann noch die strahlende Axt-Spitzhacke dazu. Dann war es auch schon soweit mit dem Set. Als nächstes haben wir dann hier den Rack-Skin, dann den Dino-Kommando-Skin, dann die rote Schuppen-Lackierung und noch die Dino-Lackierung dazu. Dann haben wir als nächstes den Brandungsreiterin-Skin, dann die Eiszapfen-Spitzhacke, dann als nächstes den Träumerfüßchen-Mode, dann noch den Boxenstop-Skin, den Elektroschaffli-Mode und als letztes dann den Abfeiern-Mode. Das war's dann auch schon mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.